Der 1. Mai ist seit 130 Jahren der Tag, an dem die arbeitenden Menschen für ihre Ziele auf die Straße gehen und deutlich machen, solidarisch ist man nie allein. Gerade heute brauchen wir diese Solidarität unter all denen, die mit ihrer Arbeit das Land am Laufen halten und allzu oft dafür mit warmen Worten abgespeist werden. Am 1. Mai 2020 geht es um euch und um eure Interessen. Spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Krise dürfte jeder in diesem Land gemerkt haben, dass Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser systemrelevant sind fürs Gemeinwesen. Das Problem ist nur, dass die Menschen, die dort arbeiten, die Beschäftigten unterbezahlt sind. Wir fordern mehr Geld für diese Menschen. Pflegebonus jetzt! Immer mehr Krankenhäuser und Pflegeheime werden privatisiert und Renditeüberlegungen untergeordnet. Gesundheit muss aber Teil öffentlicher Daseinsvorsorge sein, angemessen ausgestattet und ordentlich bezahlt. Vor 130 Jahren kämpften die Gewerkschaften am 1. Mai für den 8-Stunden-Tag. Heute müssen wir ihn gegen Regierungspolitiker verteidigen, die Arbeitszeit ausdehnen und verkaufsoffene Sonntage einführen wollen. Die Linke sagt Feierabend, kein Zurück zum 12-Stunden-Tag, auch nicht im Gesundheitswesen. Die Herrschenden wollen die Kosten für die Corona-Krise auf die Lohnabhängigen abwälzen. Um dagegen Widerstand zu leisten, muss das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gewährleistet bleiben unter Beachtung des Infektionsschutzes. Nach einem Leben voller Arbeit muss die gesetzliche Rente endlich wieder den Lebensstandard sichern. Und sie muss armutsfest werden. Niemand darf gezwungen sein, in Mülleimern nach Pfandflaschen wühlen zu müssen. Und darum brauchen wir eine echte Mindestrente, eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente. Denn niemand soll von weniger als 1050 Euro leben müssen. Gerade jetzt halten Frauen mit ihrer Arbeit die Gesellschaft zusammen. Deshalb muss diese Arbeit gerade jetzt besser bezahlt werden. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Die Bundesregierung will für mindestens 7,5 Milliarden Euro neue US-Kampfbomber für den Einsatz von Atomwaffen anschaffen. Wir sagen, dieses Geld brauchen wir dringend für Gesundheit, Pflege und einen starken Katastrophenschutz. Wir wollen abrüsten statt aufrüsten.